Am 68er Mustang im Erstlack haben wir hier noch die Deluxe bzw. GT-Haube mit den Blinkerkontrollleuchten. Noch den Original-Matching-Motor drin. Mit Servolenkung. Sehr, sehr gute Federbeindome. Auch oben die ganzen doppelten Stellen, wo normalerweise immer alles verrostet ist, ist noch hervorragend. Die Kante da hinten ist auch alles gerade. Was zeigt, er hat keine aufs Rad oder aufs Federbein bekommen. Auch hier noch alles gut. Im Batteriebereich besteht Handlungsbedarf. Der Träger ist neu, aber dahinter sind ein paar kleinere Löcher. Hier auch alles kerzengerade. Da vorne den Rahmen reinpeilt. Oder die Rahmenstreben. Alles so, wie es vom Werk gekommen ist. Unberührter Kofferraum. Noch haltende originale Dichtmasse. Hinten alles gerade. Sogar noch der Karton zwischen Sitzbank und Kofferraum ist noch vorhanden, was bei 99,5% aller Mustangs fehlt.